Hallo, in diesem Video möchte ich zeigen, wie man sich die vollständige Induktion vorstellen kann, beziehungsweise was da denn passiert, weil ich finde, das ist immer so blöd erklärt in den Heften. Ich habe da mal was vorbereitet, wie immer. Und in den Schulheften steht meistens sowas drin, ihr habt hier eine Formel und bitte beweisen Sie jetzt, dass das richtig ist für alle n der natürlichen Zahlen. Wir können hier mal auch dazu schreiben, n der natürlichen Zahlen ist ein Element der natürlichen Zahlen. Beweisen Sie für alle n der natürlichen Zahlen, dass diese Formel hier gilt. Okay, da wir das ja wissen, will ich das mal wieder wegmachen. Keine Ahnung, wieso sich der Strich gerade verbogen hat. Gut. Die vollständige Induktion sagt eigentlich nur, wenn es für n gehen soll, dann soll es auch für n plus 1 gehen. Dass hier jetzt plus 1 steht, das ist völlig undramatisch. So, das heißt, wenn das hier gilt, dann soll laut der vollständigen Induktion, ich mache das lieber mal da unten, das passt dann für nachher besser, auch genau dasselbe für n plus 1 gelten. So. Aber ich halte mal das Video an, damit ihr das jetzt nicht angucken müsst. So, also wir sollen im Grunde beweisen, wenn das hier gilt, dann gilt auch das hier. Das sollen wir einfach nur hinschreiben. Okay, was sehen wir jetzt nochmal? Ich muss nochmal kurz die Farbe wechseln. Schickes Hellblau. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe für alle n habe ich ausgetauscht mit einem n plus 1. Da steht das. Und, das ist blöd gezogen. So. Und das steht hier. Dieses n steht da. Und dieses plus 1 steht hier. Okay, ich habe jetzt, wie man sieht, habe ich hier nochmal Klammern drum gesetzt, überall jeweils. Das mache ich deswegen, weil es dadurch aus meiner Sicht übersichtlicher wird. Weil hier steht ja, wir sollen es ja durch n plus 1 ersetzen. Und wenn hier n plus 1 plus 1 steht, dann könnte es passieren, dass dabei irgendwie eine 1 flöten geht bei der Übertragung. Also, ich setze das immer in Klammern, wenn ich für Variablen irgendwelche Werte einsetze. Und da habe ich zu viel radiert. Aber wir sind ja flexibel. So, aber ich habe es jetzt vorerst mal hier hochgeschoben. Ich schreibe hier wieder gleich das Zeichen hin. Was wir jetzt uns erstmal angucken wollen, ist, was ist dieses n plus 1 eigentlich? Also, wir wollen mal versuchen, das hier darüber zu schreiben. Wenn wir das jetzt schreiben wollten, dann wäre das n. Tschum, tschum, tschum. So, jetzt schreiben wir das einfach mal dahin. So, n plus 1 ist gleich n. Also, kann ja irgendwie nicht stimmen. Ich hoffe, das habt ihr gemerkt, weil hier steht plus 1, hier steht nur n. Das kann überhaupt nicht sein. Wir können ja für n einfach mal irgendwas einsetzen, testweise. Dazu wechsle ich gerade mal die Farbe. Gingen wir mal davon aus, n wäre 3. Okay, so, das heißt, wir hätten hier 1, 2 plus 3 und hier geht ja noch 1 weiter. Plus 4. Okay, und hier steht dann 1 plus 2 plus 3. Okay, was sehen wir? Hier steht irgendwie noch eine 4. So, diese 4. Die steht hier ja irgendwie nicht. Das wird in den Büchern dann als irgendwie der letzte Summand oder sowas bezeichnet. Ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Aber ist ja egal, wie man es bezeichnet. Wir stellen uns einfach nur vor, hier steht jetzt 1 mehr und hier nicht. Das heißt, wir müssen dann, damit hier ein Gleichheitszeichen sein kann, einfach nochmal plus und dann eben genau diese 4 hinzuaddieren. Wie addieren wir die 4 dazu? Indem wir, oh, ich nehme nochmal eine andere Farbe. Indem wir diesen Teil, ja, der kleine Punkt, der da oben gehörte dazu, indem wir dieses J, er steht jetzt bei uns natürlich nur ein J, ist ein bisschen blöd. Also wenn man da komplexere Beispiele hat, dann steht da irgendeine Formel. Das lösen wir einfach für J gleich n plus 1. Also weil irgendwann J läuft ja 1, 2, 3, bis es n plus 1 erreicht hat, also zum Beispiel bis 4. Das bedeutet für uns 4, wir haben hier das praktische Beispiel 4, das heißt, wir schreiben hier drüben einfach mal, ich schreibe es mal mit Blau, die 4 hin. Stimmt ja, weil dann würde ja hier unten plus 4 stehen und dann ist ja wieder gleich. So, geht aber nicht, weil es ist ja jetzt nicht 4, wir haben ja jetzt nicht immer n gleich 3, wir müssen das ja mathematisch hinschreiben, ist also ein bisschen blöd mit der 4. Was wir stattdessen machen ist, wir schreiben genau das hin, was die 4 darstellt, nämlich n plus 1. Und ich mache da wieder die Klammern drum. Und jetzt stimmt es nämlich, weil n plus 1 ist 4. Hier steht auch eine 4. N plus 1 ist nämlich auch 4. Das heißt, wir sind jetzt ausgeglichen. Okay, das ist ja alles gut. Und jetzt haben wir hier diesen, ich sag mal, Term da reingeführt. Und jetzt kommt der Clou. Momentan, wenn wir die Formel so haben, dann ist ja, haben wir alles nur auf der linken Seite. Jetzt wollen wir aber diese rechte Seite mit beweisen. Das heißt, die muss jetzt hier ins Spiel kommen. Und wir wissen ja, dass dieser Teil gleich diesem hier ist. Und dieser Teil soll ja angeblich gleich
dem hier sein. Also können wir auch das da reinschreiben. Und dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. Dazu radiere ich das hier weg. So, und dann schreiben wir da rein, n plus 1 und gleich durch 2. So, dann steht hier jetzt irgendwas. Ich könnte das jetzt auch noch alles durchrechnen und dann würden wir darauf rauslaufen, dass alles richtig ist. Aber das ist der Clou an der Induktion, an der vollständigen Induktion. Dass man im Grunde sagt, okay, es soll jetzt für n gelten, aber es soll auch für n plus 1 gelten. Dass hier n plus 1 steht, interessiert uns nicht. Es soll also auch für n plus 1 gelten und deswegen schreiben wir einfach mal auf die linke Seite n plus 1 und auf die rechte Seite auch n plus 1. Aber auf der rechten Seite ein bisschen komplizierter n plus 1, nämlich mit Hilfe dieser Formel. Und wenn wir das jetzt ausrechnen würden, also das alles so ausformen, umformen, dann würde genau das da rauskommen, was wir am Anfang hingeschrieben haben, nämlich n plus 1. Und das würde ja genau dem gleich kommen, wenn wir diesen Teil hier und diesen Teil hier zusammen auf ein Gleichheitszeichen stellen würden. Es ist jetzt gelb, sieht man nicht so gut, deswegen mache ich das Gleichheitszeichen schön fett. So. Und das ist im Grunde schon eine ganze Clou. Und dass es jetzt vollständige Induktion ist und dass man damit irgendwas beweisen kann, braucht uns ja nicht zu interessieren. Wir müssen ja nur die Matheaufgaben lösen. Und nebenbei finde ich es auch ganz cool von der reinen Algorithmik her. Na gut, aber das war es auch dazu schon. Und vielen Dank fürs Schauen.